Heute gibt es 5 Fakten zum Thema Einsamkeit und wie du diese bekämpfen kannst. Praktischerweise ist das Thema Einsamkeit auch das Titelthema des Magazins Gesund bleiben, also das passende Magazin zum YouTube-Kanal und zum Blog. Wie du daran kommst, erfährst du nach dem Video. Jetzt gibt es erstmal die 5 Tipps dazu. Wer in diesem Teufelskreis der Einsamkeit feststeckt, fühlt sich meist hilflos und schwach. Zu hilflos und schwach, um sich eigenmächtig daraus zu lösen. Du solltest dir auf jeden Fall nicht daran die Schuld geben. Du bist nicht verantwortlich für deine Einsamkeit im eigentlichen Sinne. Mit Vorwürfen belastest du lediglich dich und dein Selbstwertgefühl. Versuche erstmal, das Positive daran zu erkennen. Nutze die Chance des Alleinseins, um dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Tipp 2. Wertschätze dich selbst. Bei einem zu geringen Selbstwertgefühl hat die Einsamkeit oftmals ein viel zu leichtes Spiel. Entdecke die schönen Seiten an dir und erkenne deinen wahren Wert. Tu dir am besten regelmäßig selber etwas Gutes. Bereite dir selber kleine Freuden mit Kleinigkeiten, es muss nichts Großes sein. Und integriere diese kleinen Nettigkeiten in deinen Alltag, um dauerhaft ein kurzfristiges Mittel gegen deine Einsamkeit zu haben. Pflege die Freundschaften, die du hast. Kehre der Isolation so weit den Rücken und knüpfe Kontakte oder lass alte Bekanntschaften neu aufleben. Lenke den Fokus insgesamt mehr auf andere als auf dich. Wenn du deinen Mitmenschen hilfst, gibt dir das eben nicht nur selber ein gutes Gefühl, nein, es stärkt auch zusätzlich dein Selbstbewusstsein und damit dein Selbstwertgefühl. Verschaff dir eine Ablenkung. Ein Hobby oder andere spaßige Aktivitäten lenken dich von deiner Einsamkeit ab. Nutze diese Erkenntnis und setz dir Ziele und verfolge deine Träume. Erfülle dir einen lang ersehnten Wunsch oder lasse dich von deinem Ehrgeiz leiten. Beides unterdrückt das Gefühl der Einsamkeit und beschert dir am Ende noch ein Erfolgserlebnis. Zu guter Letzt möchten wir dir noch auf den Tipp geben, dass du deine Erwartungen ein bisschen herunterschraubst. Gib dir selber genügend Zeit, die Einsamkeit zu überwinden und setze dich nicht unnötig unter Druck. Verlasse immer wieder deine Komfortzone, wachse an neuen Herausforderungen und stärke damit dein Selbstbewusstsein. Und bevor wir es vergessen, wenn du wissen möchtest, was es eigentlich mit dieser Komfortzone ständig auf sich hat, dann empfehlen wir dir unser Video, das sich genau um dieses Thema dreht. Wir verlinken dieses Video unten in der Videobeschreibung und ansonsten findest du am Ende dieses Videos auch eine Endcard dazu. Ich hoffe, die 5 Tipps haben dir gefallen, beziehungsweise es gab ja noch 5 Tipps mehr. Und zwar in dem Magazin Gesund bleiben, das passende Magazin zum YouTube-Kanal und zum Blog. Die Links dazu haben wir dir unten einmal unter dem Video eingefügt. Und wenn es dir gefallen hat, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und wir freuen uns, dich das nächste Mal zu sehen. Tschüss!